Hallo, ich bin Paul Steinbock, ich bin 21 Jahre alt, bin in der Nähe von Wolfenbüttel geboren und habe da auch die meisten meiner Freunde noch. Und nach meinem Abitur in Wolfenbüttel bin ich nach Nordrhein-Westfalen gezogen, habe dort ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege gemacht, bin dann zurückgezogen und habe eine Tischlerausbildung abgeschlossen und bin jetzt hier in Wittenberg beim Reformationsjubiläum Volontär. Die Schuhe passten mir damals richtig gut und ich brauchte neue Wanderschuhe, weil ich nach Schweden wandern wollte. Zu Hause ist da, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich mit Leuten unterhalten kann, ohne dass die Gespräche aufgezwungen sind. Ich freue mich auf meinen Arbeitsalltag, darauf neue Aufgaben zu erledigen, neue Leute glücklich zu machen, indem ich ihre Probleme löse. Und meine Probleme sind dabei, wenn es zu kleinkariert wird und zu viel um das eigentliche Problem drumherum erzählt wird. In den Schulen habe ich mich schon ziemlich vielen Leuten vorgestellt, da ich die bei den Pfadfindern trage und da auf jedem Lager und auf jeder Aktion viele neue Leute kennenlerne, denen ich allen stolz von mir erzähle. In diesen Schulen war mein größtes Abenteuer auf jeden Fall die Großfahrt nach Schweden, wo wir an unsere körperlichen Grenzen gehen mussten, um das durchzustehen und jeder Tag eine neue Herausforderung barg. Jeder Mensch braucht jemanden zum Reden und jemanden, der ihn zum Lachen bringt. Ich finde es super schön, zum Beispiel abends in einer Stadt auf der Straße laufen zu können, wenn keine Autos mehr fahren. Dieses Privileg möchte ich nicht missen. Ja, ich habe mich häufiger schon in den Schuhen einer anderen Person vorgestellt. Gerade in denen von meinem besten Freund, der eine sehr prägende Rolle in meinem Leben spielt und eine große Vorbildfunktion hat. Und ich häufig ihm nacheifern wollte. Ich möchte, dass die Leute sich an mich erinnern als einen, der mehr macht, als er erzählt und die Probleme anpackt, statt drumherum zu reden. Wenn du in meinen Schuhen gehen müsstest oder dürftest, solltest du von mir wissen, dass diese Schuhe sehr wichtig für mich sind oder es jetzt waren und dass ich mit ihnen viel Abenteuer verbinde und deswegen, selbst wenn sie nicht mehr so gut passen, sie immer noch sehr wichtig waren. Wenn etwas nicht funktioniert oder wenn kleine Probleme im Alltag handwerklich zu lösen sind, dann bin ich sofort zur Stelle und dann bin ich sofort voller Tatendrang, um nach Lösungen zu finden, um nach Lösungen zu suchen. Und als nächstes möchte ich mit meinen neuen Schuhen das Erwachsenenleben voll genießen und die Jugendzeit hinter mir lassen und dann erste oder zweite Schritte in den vollen Ernst des Lebens gehen.